Die sind stocksauer. Oh. Ah, die habe ich erwischt. Wieder erwischt. Die sind stocksauer. Ich hab's aber erwischt. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da ran? Wow! Okay. Ja, die können ja so viel rumschießen, wie sie wollen, da kommen sie nicht raus. Die sind jetzt richtig sauer. So, haben wir schon so eine Lohnroute? Ja, wir haben die EPs bekommen. Wow! Komm, Baby! Die ist tot. Wir müssen einfach nur Geduld haben. Die sind so sauer, die Typen. Da hab ich sie. Die bringen sich gegenseitig um. Wieder eine. Wieder eine. Ich brauche die Teile. Wow, weg, 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 raus, 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 raus. So, wir haben das, was wir haben wollten. Boah, what the fuck? Eine haben wir. So. Und jetzt bräuchte man natürlich noch eine zweite. Ich kann ja mal eben überprüfen. Nein, es reicht eine. So, Leute. Also, wir haben jetzt alles zusammen, was wir brauchen, um eine Endertruhe zu bauen. Eine Enderchest. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch nur wieder sicher in die normale Welt reingehen. Und dann könnte man sich eine Enderchest bauen und wir hätten jetzt die ganzen Sachen da. Jetzt ist die Frage, wir sind gerade in der Festung drin. Wollen wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen? Noch habe ich die Mut. Wir dürfen uns nur nicht verlaufen, ne? Ich geh mal hier rein. Weil hier kann jetzt nichts passieren. Ja, hier ist es safe, also. So. Okay. Wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Netherwarzen kriegen. Wenn nicht, jumpen wir einfach ganz schnell weg. Hier gibt es natürlich auch noch andere Viecher. Vor dem müssen wir auch aufpassen. So, hier geht es jetzt erstmal irgendwie eine Etage höher, glaube ich. Ich glaube, das ist übrigens die unterste Etage, auf der wir sind. Jetzt geht es eigentlich nur noch hoch. Hier gibt es auch überall Truhen übrigens. Das ist das ganz Gute hier bei so einer Festung. Okay, hier ist nämlich... Genau, hier ist wieder ein Gang. So. Wir haben ja bei uns... Wir können ja auch immer wieder... Ach nee, können wir nicht, weil wir sind ja... Okay, was ist das hier?
Das ist Lava, ne? Warum ist da Lava? Warum ist hier Lava? Das gefällt mir nicht. Die Lohnenden höre ich auch schon wieder. Hier ist auch Lava. Die mache ich jetzt einfach weg. Okay, ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ob es da drüben weitergeht mit der Festung, ich habe keinen Plan. Ich jump einfach, dass wir ein bisschen schneller sind. Wir können auch alles verlieren, obwohl wir jetzt alles haben. Aber das ist egal, wir nehmen jetzt das Risiko mal auf uns. Hier geht es ja zum Glück immer nur geradeaus. Hier gibt es ja noch dieses Wither-Skelett, ne? Vor dem müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber hier scheint eine Sackgasse zu sein, oder was ist das hier? Was ist das hier? Das ist eine Sackgasse. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Ganz schnell wieder zurück. Das heißt, der Weg, der führt auf jeden Fall nicht zu den Netherwarzen oder zu irgendwelchen Schatzkisten. Wow, Leute, ist das aufregend. Das ist so aufregend hier. Da soll mir einer sagen, Minecraft ist nicht aufregend. Das ist mega aufregend hier. Oh, alles schön Glowstone, alles meins. Also am liebsten würde ich ja hier die Koordinaten aufschreiben und würde gerne, ja, hier irgendwie nochmal zurückkehren, weil ich glaube, hier hat Potenzial, dieser Nether. Aber wir... Oh, da höre ich das Vieh wieder. So, jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich die Schneebälle mitgenommen habe, weil diese Lohnen tatsächlich am besten zu killen sind mit den Schneebällen. Das ist eine richtig dufte Sache, weil damit hat man die relativ schnell außer Gefecht gesetzt und ohne großes Risiko einzugehen. Ne, die sind jetzt schön dahinter. Das ganze Spaß könnte man jetzt immer wieder wiederholen. So, da ist unser Ausgang. Dann versuchen wir mal den Weg hier. Mal sehen, wo es da lang geht. Was ist das da vorne? Das ist auch schon eine Lohne, oder? Das sieht mir nach Lohne aus. Ja. Definitiv. Na, Baby. Bock auf Action. Wollen wir sie mal herkommen lassen? Hallo? Na? Das schmeckt dir nicht, ne? Komm, noch ein Stück. Na komm. Die weiß ganz genau, was ihr blüht. Und tschüss. Okay. Ja, wir haben jetzt sogar noch eine Lohnroute. Das heißt, wir können theoretisch, wir haben zwei davon, das heißt, wir könnten sogar schon den Tränkestand machen. Allerdings würden hier ja dann die Netherwarzen fehlen. So, ich entscheide mich mal für die Richtung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Weg auch wieder zurückfinden. So, Netas, was ist das hier? Okay, hier ist erstmal nichts. Hier geht's irgendwie... Och, der Glowstone, auch schön. Hier geht's irgendwo anders hin. Also ich glaube, hier geht's wieder... Oh, was war das? Aha, hier ist ein anderer Eingang von der Festung. Dieses Geräusch ist ja Magmaschleim. Den brauchen wir für den Trank der Feuerresistenz. Später dann. Also hier geht's auch erstmal nicht weiter. Bringt zumindest nichts. Ich würde gerne jetzt noch irgendwie... Also viel lieber würde ich jetzt anstatt noch den... ich probier's mal da hinten, mein Glück. Mal sehen, ob wir hier mehr Glück haben. Okay. Lohnenspawner. Der nächste.
Die interessieren uns jetzt nicht. Also wir sind hier im Prinzip in der Festung. Das ist schon richtig. Aber frag mich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, geht's da auch? Also hier ist natürlich auch wieder suboptimal. Hier schon wieder dieses ganze Gelumpel hier von Lava auf uns wartet, dass er uns vernichten kann. Da muss man tierisch aufpassen. Wahrscheinlich ist es genau der Eingang, den wir brauchen. So, jetzt sollte das eigentlich gesaved sein. Soll ja auch ordentlich aussehen. So, und jetzt können wir hier theoretisch, glaube ich, reingehen. Und es dürfte nichts passieren. Das dürfte die Kreuzung sein. Mhm. So. Und ich glaube, hier sieht es gut aus, weil da ist der Brunnen. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, haben wir sogar noch die Netherwarzen. Die können wir gleich mitnehmen. Ich glaube, das ist der Brunnen. Ja, genau, das ist der Lavabrunnen. Das heißt, es geht jetzt hier die Treppe runter. Okay. Da sind die Netherwarzen. Die nehmen wir jetzt mit. Selbst wenn ich nur eine hätte, wäre mir das erstmal egal. Und hier? Hier sehe ich ein großes Problem. Hier ist Lava geflutet. Warum, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein Fehler passiert. Da waren die Architekten ein bisschen blöd unterwegs. So, wir haben genug. Mehr Risiko gehe ich nicht ein. Wir haben alles das, was wir brauchen. Was es im Nether gibt. Gibt natürlich noch mehr. So, jetzt müssen wir nur gucken hier. So, jetzt geht's einfach ab. Wir gehen jetzt nach Hause, Leute. Erstmal wieder in die normale Welt rein, wenn wir aus dem Nether draußen sind, Leute. Dann machen wir ja wirklich Kreuze, du. Nein! Warum ist denn auf einmal eine Lohne? Zum Glück habe ich... Na, das ist ja mal wieder suboptimal hier. Die sind jetzt sauer, die nehmen jetzt Rache, Leute. Huh! Darth Vader! Zum Glück habe ich genug Schnee mitgenommen. Der Untergang der Titanic oder was war das eben? Ob ich jumpen kann? Welche Richtung muss ich? Da lang muss ich. Komm, renn einfach durchrennen. Passiert nichts, einfach durchrennen. So, wir sind den Weg gekommen. Das heißt, ich muss, glaube ich, da lang. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht erneut auf eine Lohne stoßen. Zur Not, ich habe noch Schneebälle bei. Den Gas oder was, da ist vielleicht auch schon wieder. Okay. Hoffentlich attackiert er uns nicht. Ich sehe ihn auch gar nicht. Jetzt geht's erstmal runter. So. Puh, Leute. Puh, sage ich nur. Puh. Wow, 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 wow. Das ist aber wieder richtig actionreich hier. So, wir haben 2 Lohnrouten ergattert und wir haben 24 Netherwarzen. Das ist perfekt, was wir haben. Das ist mehr, als ich erwartete. Jetzt müssen wir nur sicher irgendwie nach Hause kommen. Ich glaube, die Luft ist rein, oder? Aber ich werde vorher noch was anderes machen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bruchstein, falls ich dort den Weg ausbessern muss. Ich renne einfach. Und es geht schon wieder los. Ich habe mir aber hier so einen Zwischending aufgebaut.
Irgendwo hier war das, da hinten. Ja, hier war das. Und hier kann ich mich erstmal verkrümeln. Hier bin ich relativ sicher. Ich sehe sie auch gar nicht. Oder es nicht. So, theoretisch könnte ich rennen, glaube ich. Ich hoffe nur, dass sie das nicht zerbombt hat. Wo ist denn der Weg? Oh Gott, alles voll hier. Guck mal an hier. Und auf Seelensand ist noch schwieriger, weil ihr wisst, ihr seht ja selber. So, jetzt muss ich wieder rennen. Höre ich da etwa ein Huhn? Habe ich da gerade ein Huhn gehört? Sag bloß, da ist jetzt ein Huhn hier in die Nähe da gekommen. So, jetzt sind wir zumindest erstmal wieder auf der sicheren Seite. Da oben sehe ich schon unsere Plattformen. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie gucken, wie wir hier zu unserer Heimat kommen. Da ist die andere Brücke. Oh Gott, hier brennt das überall hier. So, da muss ich lang. Schon mal ganz gut, dass ich das sehe. So, da oben. Ich glaube, da ist unser Portal. Ja, da ist unser Portal. Da müssen wir jetzt nur irgendwie hinkommen. Und dann ist jetzt schon die halbe Miete. Frag mich nicht, wie wir da hinkommen, aber egal. So, wir werden jetzt hier mal gucken. Und dann ganz schnell in die normale Welt rein. Na Leute, wie haben wir das gekriegt, hingekriegt? Ja, ist doch cool, oder? Ich höre auch schon das Portal wabbeln. Ups, Jump and Run hier. Oh, oh, yeah. Crisscross the Maker. Zack, und hoch. Und rein ins Portal. Und zack. Oh, teleportier mich irgendwo hin hier. Puh, Leute, ich schwitze wie Sau, ey. So, aus der Hölle ausgespuckt, rein zu den komischen Villagern. Prima. So, jetzt müssen wir erstmal sortieren. Also, Glowstone, ja gut, den habe ich jetzt da liegen lassen. Scheiße, egal. Aber wir haben jetzt erstmal Netherwarzen und die Lohnenrute. Wovon wir eine benutzen? Für die Ender-Chest. So, jetzt geht das nämlich los. Also, wir werden daraus jetzt Lohnenstaub herstellen. Dann brauche ich eine Enderperle. Eine Enderperle ist das hier. So, dann brauche ich einmal die Enderperle und einmal eine Lohnrute. Und siehe da, wir haben ein Enderauge. So, das können wir aufheben. Müssen wir auch aufheben. Hier können wir das erstmal reinbappen. Und das hier können wir auch reinbappen. Das brauchen wir erstmal nicht. So. Prima. Den Diorit, den brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Den Granit brauchen wir nicht mehr. Die Erde, ja, die brauchen wir immer mal. Den Netherstein brauchen wir erstmal nicht. Ist unwichtig. Bruchstein füllen wir auf. Den Rest brauche ich auch nicht. So. Das kommt auch da rein. Und das Ding kommt jetzt erstmal hier hin. Und das Ding kommt erstmal hier hin. So, jetzt brauche ich 8-mal Obsidian. Das bedeutet, wir müssen uns 8-mal... 3. Naja, wir werden das jetzt mal auffüllen. Irgendwo ging es hier runter, genau hier. Hätte ich jetzt auch aus dem Nether nehmen können, theoretisch. Aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ich glaube, ich hatte die einem auch gar nicht beigehabt. Aber ist ja nicht weiter dramatisch. Wir haben ja hier unsere Special Schlucht, ne, Ravine. Und ja, also ich würde sagen, es sieht doch schon mal ganz gut aus. Und es war ein bisschen Abenteuer, was wir gerade erlebt haben. Aber ich habe gezittert, Leute. Ich habe hier richtig gezittert. Dave, ich habe gezittert. Was war da los gewesen im Nether? Aber ich habe mich doch echt ganz gut gemacht, oder? Komm, ey, das muss mir doch jetzt mal wirklich hier. Das war doch mal wieder so ein Ding hier, ey. Hör auf. So, und jetzt plumpst er hier gleich in die Lava rein, pass auf. Voll den Nether überstanden, die böse Hölle. Und dann, ne? So, kackt mir jetzt keiner auf den Kopf. Ich brauche jetzt erstmal neue Lava. So. So. Und so. Jetzt werden wir erstmal den Tümpel hier mal leer machen. Zack. Und zack. Na, da ist wieder ein Eimer. Da ist wieder ein Eimer. Da ist wieder ein Eimer. Ja, das geht doch prima hier. Und da ist noch ein Eimer. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich Lava hier.
Und jetzt geht es erstmal wieder los mit der Obsidian-Herstellung für die Ender-Chest. Das ist ja hier eine Premiere. Warum komme ich hier nicht raus? Achso. Yay! Wir waren im Nether und haben es geschafft. Ich freue mich voll. Ich finde es immer schön, wenn man so einen Erfolg erzielt. So, ja, es hat geklappt. Ist ja witzig, dass wir hier unterwegs, um einen Dschungel zu suchen. Also Leute, wir fassen das mal zusammen. Wir wollten einen Dschungel suchen. So, dann haben wir aber anstatt einen Dschungel ein Villager-Dorf gefunden. Nämlich das erste, was da in der Wüste und Savanna war, an der Grenze. Da haben wir Karotten und Mohrrüben her. Die haben wir jetzt mittlerweile an unserem Bunker, an unserer Verpflegungsetage angebaut. Sind nochmal los, um einen Dschungel zu finden. Und auf einmal haben wir keinen Dschungel gefunden, weil weiß ich, wie viele Stunden wir gesucht haben. Obwohl wir nur auf einer Koordinatenlinie waren. Also ganz merkwürdig. So, und dann sind wir auf die Idee gekommen, Endertruhen zu bauen, mussten erst in den Nether gehen, Schnee holen, Obsidian herstellen, was weiß ich was alles. Also das kann man keinem erzählen. Also wenn das hier kein Abenteuer ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Oder? Ist doch irre hier. So, jetzt geht's weiter. Und das Ganze übrigens im Survival und das noch, wie gesagt, im Normalmodus, ja, nicht im Pussy-Modus. Also das ist doch schon mal was. Aber ich habe euch auch ganz schön gequält, oder? Wie lange sind wir da gewandert? Oh, meine Fresse, nee. Aber ich entwickle mich hier langsam wirklich zum Minecraft-Profi. Das ist jetzt schon so viele Stunden und Wochen und Monate hier gezockt hier. Das ist doch Wahnsinn. Das hört da ja nicht auf. So, blups. Ist er da erstmal reingehüpft hier in die gute Stube. So, und den nächsten Eimer. Stellen wir uns nämlich erstmal schön die Ender-Chests her. So. Blub. Die Villager, die müssen noch denken, was ist da los, ey. Der dreht jetzt völlig am Rad. Also jetzt wäre das Geilste, wenn jetzt hier noch ein Dschungel wäre. Das wäre wirklich das Geilste. Aber ich beschwere mich gar nicht, weil dafür haben wir jetzt die Netherwarzen, die uns ja auch noch gefehlt hatten. Und wir haben die Festung gefunden und. Also auch das ist doch eigentlich prima. Finde ich in Ordnung. Blub. So. Theoretisch könnte ich jetzt das Portal kaputt machen und da den Obsidian abbauen, ne? Könnte ich ja eigentlich so machen. Aber naja. So, jetzt erstmal hier. Sind die eigentlich stapelbar? Ne, die sind nicht stapelbar. So, die Eimer nehme ich natürlich dann auch mit. Und ich sehe gerade, ich sollte mal was essen. Jetzt ist er aber erstmal satt, hat aber ordentlich gegessen. Und wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, genau hier. Zack. Mit dem Obsidian. Oh Gott, da brauche ich ja 16 Stück, ey. Ja, 16 Stück brauche ich. So. Nächster Eimer. 16 Mal Obsidian. Krasse Scheiße. Klopp ich mich ja hier dumm und dämlich, aber das geht ja ganz gut. So. Zack. Und wieder ein Eimer. Also einmal müssen wir noch runter Lava holen. Die Lava. Die holen wir uns einmal eben noch. Und dann mal schauen, wie viel wir jetzt gleich haben. Habe ich natürlich wieder nicht mitgezählt. Ich weiß nur, dass wir 16 Stück brauchen. So. Hat er auch rumgegeizt hier. Die Ecken hat er gar nicht auf Obsidian gemacht. Aber geht auch so, ne? Sieht ein bisschen futuristischer aus, aber hat halt nicht so viel Potenzial. Kann man das eigentlich auch kaputt machen hier, das Feld? Oder? Was passiert, wenn ich dann Schneeball reinwerfe? Gibt es da einen elektrischen Kurzschluss? Oder? So, Obsidian. So, da haben wir 11 Mal. Das heißt, es fehlen 5. Ja, also erstmal runter hier nochmal. Holen wir da nochmal schnell. Ist ja noch genug da, ne? Ach ja, und ich wollte ja mal was probieren, ob das funktioniert, weil ich glaube, das geht nämlich. Wenn man die nämlich jetzt alle hier unten so in seinem Slot drin hat, dass man da theoretisch da einfach nur so schöpft und dass das jetzt automatisch im Inventar, wie sagt man, breit macht oder, verteilt? Verteilt, ne? So sagt man. Genau.
So, was ist jetzt Schwarze da unten? Achso, das ist ja der Bedrock. So. Wium. Haben wir heute wieder eine Menge gelernt. Hier da rein. So. La. Lustig hier. Let's Build machen. Was eigentlich momentan mehr als Let's Play ist als Let's Build. Aber naja. Es kommt ja immer anders, als man denkt. Und funktioniert's? Ja, es funktioniert. Ne? Das ist doch prima.